Montalo und willkommen zurück zu Bomb by Flame. Ich bin nochmal auf Weg zu Matras. Ich sneake mich mal hier ein bisschen vor. Dann kann ich hier doch da. Das ist die Frage, gehe ich hier runter oder gehe ich da oben lang? Ich gehe hier oben lang. So. So, du siehst mich nicht. Oh, oh. Du musst mich erstmal weg. Ach, verdammt, ich komme raus gleich. Was ist denn los heute? Ey Mädel, das tut weh. Das tut echt weh. Und schon. Oh, ich muss wieder gehen. Boah. Das hat mich aber ganz schön umgehauen. Oh mein Freund, du gehst mit Tiere auf den Senkel. Ich kriege hier gerade ein bisschen Frostbrand. Erstmal brauche ich ein bisschen Feuer. So, dann könnte er wieder herkommen. Du gehst jetzt weg. Nein, du haust jetzt hier nicht mehr rauf. Das macht böse Aua, Mann. Junge, Junge, Junge. Da unten hätte ich lang gehen können oder ich gehe einmal hier oben lang. Okay, das geht natürlich auch. Ich weiß nur nicht genau, wo ich hingehen muss, ne? Ja doch, ich muss ja hier lang, ne? Oder kann ich unten lang gehen? Wo komme ich denn unten lang? Ich weiß es nicht. Gibt es unten noch tolle Sachen? Der Karte muss ich hier lang. Okay, da hat mich wohl einer entdeckt. Nee, 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 komm. Wir gehen erstmal ein bisschen hier spielen. Ich? Ausweichen. Komm her, du bist mir erstmal hier ein Dorn im Auge, mein Freund. Wurfschütze. Ausweichen. Okay, jetzt können wir spielen, Mädel. Jetzt können wir spielen. Okay, dann lade ich mal auf, während ich mal gerade ein bisschen den hier mache. So. Gehen wir. Oh je, oh je. Na komm. Bisschen angeschlagen bin ich schon. Ich sehe überhaupt nichts. Ich weiß gar nicht, wo ich hier überhaupt lang rennen muss. Überall. Da geht's zu einer Tür. Da unten muss ich lang gehen, ne? Hm. So, ich muss da lang gehen. Das ist ja ein bisschen doof. Ja, wie ein Labyrinth, das Ding. So, wir zum Besuch. Da oben ist, glaube ich, irgendwas. Ja. Das gibt's doch nicht. Komme ich da hin? Ich höre es, aber ich sehe es nicht. Dann gehe ich erst oben lang. Ich will alles einsammeln, was nicht nagelfest ist. Da muss da kurz nachladen. Okay. Ich hoffe, hier oben ist nicht wieder wer respawnt. Das wäre ein bisschen uncool. Nee, scheint alles ruhig zu sein. Okay. Dann laufe ich erstmal hier oben lang. Ach, du bist das. Okay. Wenn ich jetzt hier einmal weiterlaufen will. Komme ich hier lang, wo ich gar nicht hin will. Sehe ich das richtig? Oh, da ist auch noch so einer von den Dudes. Oh, der bleibt ja noch stehen. Wenn hier einer von den Dudes rumrennt, dann muss ich mir aber Gedanken machen. Was
Was habe ich denn jetzt gerade? Okay, bleib kurz stehen. Halte kurz inne. Komm her hier. Gehen, gehen, gehen! Ich will hier nämlich nicht eingefroren werden. Aber wir könnten noch ein bisschen was da lassen. Bitte schön. Hier für dich. So, mein Dude, wo bist denn du da? Du musst jetzt mal weg hier, weil du störst. Ist ja auch über die Dinger rübergelaufen hier. Nee, du läufst so bescheiden, dass du hier... Hier bin ich. Jetzt läuft er wieder seinen normalen Gang, oder was? Hast du so schnell dein Kurzzeitgedächtnis verloren, oder was? So tun wir hier. Okay, komm hier lang. Genau, darauf hab ich gewartet. Echt ein böser, böser Hut hier. Mit der Kuh. Au, treten jetzt nicht drinnen hier, Junge. Komm, aber erst gehst du hier nochmal auf die... Okay. Junge, Junge, Junge. Das wollte ich gar nicht. Ich wollte... doch, ich muss da oben nachgucken. Kann ich den Meisterding jetzt noch hochmachen? Relative Geschwindigkeit plus 100% und Dauer des Effekts 5%. So, jetzt muss ich nur noch das fertig machen. Dann habe ich das auch erledigt. Und hier... ist momentan nichts verfügbar. Wie viel brauche ich denn hier? Brauche ich 2 Punkte jeweils, alles klar. Das heißt, ich muss ein bisschen warten. Temperier, töte mit Feuerzaubern. Okay. Kostet für Feuerzauber 10% weniger. Armbrustschütze, Henker. Haudegen. Achso, das ist für jeweils, was ich hier noch verwende. Okay. Was ist hier noch so? Handwerker. Heiler. Wiederhergestellte Gesundheit plus 25%. Heiltränke sind effektiver. Das möchte ich. Definitiv. Wenn ich die schon nutze, dann will ich auch ein bisschen mehr davon. Komme ich hier hin? Das ist doch genau die andere Seite, ne? Ich muss also nach unten zwangsläufig. Okay. Na gut. Oh ja, gut. Au! Ausweichen. Okay, jetzt muss ich den Dude hier noch kaputt machen. Er kann auch noch in die Ecke schießen, die Sau. Bisschen Feuer. Das ist wirklich ganz so schlimm, wie ich gedacht hätte. Da sind die Konkubinen echt schlimmer, weil die echt so oft treten können. Aber das liegt daran, die haben ja auch ein paar Füße mehr, leider. So, jetzt renne ich die ganze Seite hier ab, oder was? Spiegelverkehr. Ernsthaft? Ja, Spiegelverkehr, okay. Das heißt, die Ecke hier ist eigentlich pretty much useless, weil ich hier total auf der falschen Seite bin. Das wird alles dann für und wieder, oder wie war das, ne? Okay. Wer baut denn sowas so riesig, Mann? Das nehme ich noch mit. Da ist eine Tür, wahrscheinlich geht es ins mittlere Labyrinth dann hier, oder was? Hier ist eine Tür, aber hier ist nichts. Na, nu. Ich bin gerade ein wenig verwirrt. Ja, hier war ich vorhin und hab die andere kaputt gemacht. Aber hä? Aber nein, aber ja, aber nein. Warte mal, hier geht's noch weiter. Ich Dölmer hab's übersehen. Ich hätte ja hier lang gehen können. Wäre ja zu einfach. Ist hier ein Dude im Weg, der mich sehen kann? Nein, gut.
Ah, ist eine Tür. Will ich durch diese Tür gehen? Ich gehe jetzt einfach durch. Die finstere Energie hinter dieser Tür ist viel zu stark. Das heißt zu viel wie lass die Finger davon. Okay. Dann gehe ich mal. Ist gut, wenn ich weiß, was nicht gut für mich ist. Er sieht mich, oder? Nein, er sieht mich nicht. Gut. Dann hau mal. Danke. Au. So ein Dude und dann noch so eine Tante. Ja, komm mal her, Tante. Du musst hier rüber. Die Tante kommt nicht darauf klar. Okay. Dann stehen wir mit deinem Zuckerpogo hier erstmal und bleib schön da. Aua, stehen und friem ihn hier ein. Ich lauf. Oder auch nicht. Wo ist denn der Dude? Komm her. Du bist echt ein Dorn im Auge, Kollege. Gut. Du bist nicht so schlimm wie dieser Doppelschild-Dude, ey. Der geht mir tierisch auf den Senkel. Gut. Ey, Karamba. Der hat aber auch eine Reichweite, der Dude. So. Mitnehmen. War hier noch was da? Diese Musik dazu, ne? Schwarzfrost könnte noch ganz interessant werden, muss ich zugeben. Warte mal, die 1 war hier vorne. Das wäre hier irgendwo da unten. Okay. Ne, ich muss wieder zurück. Der sagt mir zurück. Irgendwas stimmt hier nicht. Doch, ich muss zurück. Ich muss hier... Ne, wo muss ich denn lang? Ich muss unten lang und dann darüber. Wie komme ich da hin? Ich muss da also gleich hin wahrscheinlich. Wie komme ich denn da jetzt hin? Warte, mach mal die Karte auf hier. Ich blicke hier nicht mehr durch. Da, das heißt, ich muss von ganz links... Kommt das hin? Da komme ich zu dem hin. Ich muss aber da drüben hin. Nach der Karte muss ich nach rechts. Eigentlich nur nach rechts gehen, aber nach rechts komme ich nicht. Ich komme nur nach oben. Doch, ich komme nach rechts. Ich muss ja hier hin. Warte mal. Ich muss hier lang. Das kommt, weil das mehrere Ebenen sind. Ich blicke gerade überhaupt nichts hier, muss ich zugeben. Das ist zu beleidigt. So, jetzt bin ich hier richtig, ne? Genau. Jetzt müsste ich hier eigentlich hinkommen, wo ich hin muss. Das ist ein großer, offener Platz, oder? Ja, es ist ein ganz... Oh nein. Die steht da unten schon, ich sehe sie. Matras, lebst du noch? Ich meinte, bist du noch untot? Versuchst du lustig zu sein? Natürlich lebe ich. Obwohl ich mir fast einen neuen Körper suchen musste. Hier sind wir also. Etwas näher an unserem Ziel. Jetzt müssen wir einen Weg finden, die Frauen von Schwarzfurz loszuwerden. Die Frauen von Schwarzfurz? Geschockt? Die Polygamie von Schwarzfrost ist wahrscheinlich ein Resultat seines Größenwahns. Obwohl das damals sehr beliebt war. Die mächtigste von ihnen wird die Hüterin genannt. Sie verteidigt den Eingang zum Palast. Und ich fürchte, dass sie unverwundbar ist, solange ihre drei Schwestern leben. Du musst zuerst die Erschafferin, die Pirscherin und die Wächterin erledigen, um sie besiegen zu können. Eine von ihnen habe ich schon erledigt. Ich kann auch die anderen töten. Du bist absolut dazu in der Lage, meine Liebe. Keine Frage. Aber dieser Ort ist in einer Verderbtheit getränkt, die ihnen mehr Kraft gibt. Kann man diese irgendwie beseitigen? Möglich. Es gibt noch ein paar rote Waisen in der Domäne von Schwarzfrost. Wie dumm sie auch sind. Sie haben vielleicht eine Idee, die uns helfen könnte. Wusstest du, dass dieser Ort ein Palast der Elfen war,
und vollständig dem Schauspiel und der Musik diente, bevor er zum Prunkbau für Schwarzfurz wurde? Schwarz. Ich weiß nicht, ob mir das irgendwie hilft. Wie stumpfsinnig die Welt doch geworden ist. Du musst wissen, dass die Akustik dort drinnen wundervoll ist. Du solltest gut hinhören, wenn du seine Frauen tötest. Was weißt du über diese Kreaturen? Nun, ich kenne sie nicht so gut, wie ich es mir wünschte. Aber ich glaube, es sind Frauen, die aufgrund ihrer besonderen Talente ausgewählt wurden. Und unser lieber Eisfürst hat sie verwandelt. Er nennt sie seine Konkubinen und sie sind ihm treu ergeben. Viele Männer träumen von einer solchen Situation und lass dir versichern, ich gehöre zu ihm. Mein schlimmer Finger, du Matras, ey. Ja, bis zum gewissen Grad ist das schon nice, aber ich glaube auch ein wenig schwierig. Sie bewacht aber nicht den Eingang da unten, oder? Bewacht sie den Eingang? Ich glaube nicht. So, das geht mir tierisch auf den Deckel. Kann ich noch was mit dir bereden, Matras? Matras, hast du ein paar Minuten? Ich habe eine ganze Ewigkeit. Ah, ist auch eine Aussage. Ein paar Fragen? Ich würde dir gerne ein paar Fragen stellen. Warum bist du noch hier? Hast du Schwarzfrost jemals getroffen? Wusstest du, dass Edwin auch die weiße Dame war? Oho, was kommt jetzt? Warum bist du noch hier? Warum bist du noch hier? Du meinst außer, dass ich deine Gesellschaft genieße? Meine Neugier kennt keine Grenzen. Und du weißt, dass ich unsterblich bin. Ich glaube, diese zwei Gründe sollten ausreichen, dass du mir erlaubst, bis zum Ende der Welt dabei zu sein. Obwohl ich mir wünsche, dass dein Plan von Erfolg gekrönt wird. Deine Fähigkeit, dem Eingriff eines außergewöhnlichen Geistes in deinen Körper derart zu widerstehen, ist absolut faszinierend. Sollte die Welt in den nächsten Stunden nicht untergehen, du aber im Kampf fallen, werde ich untröstlich sein und deinen Namen über hunderte von Jahren feiern. Ich weiß nicht, ob ich dir dafür danken soll. Da stand gerade was ganz anderes, aber okay. Ja, dann habe ich noch ein paar Fragen an dich, aber ich würde sagen, das sehen wir in der nächsten Episode. Also macht's gut, Leute, bis dahin. Ciao.